Herzlich willkommen, Arne Woltmann, Headcoach der Rheinstars Köln. Arne, die Rheinstars sind jetzt schon zum zweiten Mal in Koblenz bei diesem Vorbereitungsturnier eingeladen. Schilder doch mal deine Eindrücke. Ja, so ist es. Also wir sind hoch erfreut, dass wir da wieder teilnehmen dürfen als bislang einziger Zweitligist. Wir haben letztes Jahr, war das ein Bestandteil unserer Vorbereitung und ich war in der Vergangenheit auch schon bei den Adler Dragons da. Jedes Mal war das Turnier ein Erfolg für uns. Nicht unbedingt vom Ergebnis abhängig, aber einfach um gegen gute Gegner zu testen in der Vorbereitung sehr wichtig. 3 Wochen später startet unsere Saison, von daher ist das ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Vorbereitung. Du hast es gerade schon gesagt, es sind dann noch ungefähr 3 Wochen Zeit bis zum Saisonstart in der Pro A für die Rheinstars. Wie würdest du den sportlichen Wert der ganzen Sache einschätzen? Wir sind dann schon eine ganze Weile in der Vorbereitung und dementsprechend sollten wir schon weit sein. Wir testen gegen Erstligisten. Da wird also Hagen und Gießen haben schon zugesagt. Letztes Jahr war Frankfurt und Bayreuth noch dabei. Das war ein sehr, sehr gutes Teilnehmerfeld. Dieses Jahr sind noch ein paar Plätze offen, aber so wie ich Hans Witsch kenne, wird er wieder alle Register ziehen und gute Mannschaften daherholen. Und dementsprechend sollten wir da schon einen guten Stand unserer Vorbereitung feststellen können und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Du hast es eingangs schon erwähnt, du bist nicht zum ersten Mal bei dem Benefiz-Turnier dabei. Wie kam es denn zu dem Kontakt und auch zu der erneuten Einladung? Ja, das Turnier wird organisiert von Hansi Witsch, der das schon seit Jahren macht. Das ist ein Benefizturnier dieses Jahr zugunsten des Heilpädagogischen Therapiezentrums Neuwied. Und er hat über Jahre immer fleißig Kontakte gepflegt und hat immer wieder gute Mannschaften dahergeholt. Und ich war, wie schon gesagt, zweimal auch schon dabei mit den Adler Dragons, letztes Jahr mit den Rheinstars. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir wieder eingeladen sind als Zweitligist unter nur Erstligisten. Und der Hansi, der ist total basketballverrückt, tingelt durch alle Hallen in Deutschland, um sich auf dem Stand zu halten. War auch öfterum schon bei uns in der letzten Saison und dementsprechend ist da ein ganz gutes Verhältnis. Und ich weiß, was wir da erwarten können und der Standard ist da sehr, sehr hoch. Es wäre ganz cool, letztes Jahr war das erste Mal in Koblenz und es wäre super, wenn viele Zuschauer den Weg dahin finden würden. Es ist hochklassiger Basketball, der da geboten wird und das sollte man sich nicht entgehen lassen.